Ja, was geht ab? Herzlich willkommen bei Sock Performance. In dem Video erfährst du, was du beachten musst, wenn du bei einer Mannschaft ein Probetraining machst. Genau, also ich hatte ja sehr viele Probetrainings dieses Jahr und letztes Jahr. Und was meine Erfahrung war da, als allerersten nicht nervös sein. Das ist das schlechteste Ding, was du in einem Probetraining sein kannst. Nervös sein, aufgeregt sein oder sowas. Bleib einfach locker, denk, dass es einfach ein weiterer Schritt zu deinem Ziel ist. Also bei mir letztes Probetraining bei Bayern, am Anfang, erste Probetraining, war ich locker. Ich wollte einfach so trainieren, als ob es meine eigene Mannschaft ist, als ob ich schon angenommen wurde und ich will meinen Stammplatz kriegen. Und da habe ich auch richtig gut mittrainiert. Und beim zweiten, da war ich aufgeregt, nur weil Trainer da war. Ich war aufgeregt, ich wusste nicht, was ich mache. Ich war im Kopf so richtig durcheinander. Und dadurch bist du auf einmal auch ein paar Schritte schlechter als normal. Weil dann reagierst du nicht schneller. Du bist einfach nicht im Spiel so ganz. Du denkst dir so, okay, was denkt der Trainer? Werde ich jetzt aufgenommen oder nicht? Oder sowas halt. Und sowas ist einfach scheiße. Du musst einfach so denken, okay, du bist schon in der Mannschaft. Du willst einfach deinen Stammplatz haben. Als allererstes, das ist so dein Mindset, muss das sein. Das ist so dein Ziel halt sein. Wenn du irgendwo Probetraining machen willst, ist bestimmt dein Ziel, da angenommen zu werden und Stammspieler zu werden. Und wenn du das willst, dann, wenn du im Probetraining bist, dann denk auch so, dass du angenommen geworden bist und dann trainierst du ja zum Stammplatz zu werden. Weil dich wird niemand annehmen, solange du nicht so krasser bist als deren jetzige Spieler halt. Du musst schon besser sein als die Spieler, die jetzt schon in der Mannschaft spielen. Dann wirst du 100% angenommen. Und deswegen musst du auch so trainieren, also besser als die Spieler trainieren, die jetzt schon in der Mannschaft sind. Besser, auch, manchmal sind die Spieler halt besser, aber du kannst da mehr Wille zeigen, mehr coachen halt deine Mitspieler und diese ganze Kopfsachen kannst du ja machen. Und du musst halt nicht alles so mit dem Ball können, sondern auch ohne Ball manchmal so laut sein und so weiter, solche Zeug. Genau, also laut sein, nur mal einfach Spaß haben daran, einfach trainieren, einfach Fußball spielen, Spaß daran haben und ja, denk einfach gar nicht, dass du nicht angenommen wirst. Das ist schlimm, weil wenn du es denkst, dann wirst du auch nicht so gut trainieren, wirst nochmal aufgeregter sein, nervöser sein, dann klappt nicht alles, weil negative Gedanken ergibt ja negative Energie, deswegen immer positiv denken und positiv bleiben und einfach Spaß haben. Und geil trainieren, einfach Fußball spielen. Wenn du es kannst, dann kannst du es. Dann sag einfach, ich kann es, ich spiele einfach Fußball. Fertig. Also sei nicht aufgeregt und sowas, weil das bringt dir, das wird dir nicht weiterhelfen, um angenommen zu werden. Genau, ja, sehr guter Punkt vom Mochi. Weil die Gedanken bestimmen auch unsere Emotionen. Also es gibt halt mögliche Szenarien. Du weißt vielleicht noch nicht, wie gut diese Mannschaft ist. Erstens wurdest du eingeladen, dann oder hast du das Probetraining ausgemacht. Wenn du eingeladen worden wurdest, ist schon mal sehr, sehr gut. Das heißt ja auch, dass sie dich sehen wollen, deine Entwicklung sehen wollen und dich auch haben wollen, letztendlich. Wenn du selber das Probetraining ausgemacht hast, weißt du nicht so gut. Und dann jetzt die zwei Szenarien. Entweder du bist gut genug, um in der Mannschaft zu spielen, oder du bist nicht gut genug, in der Mannschaft zu spielen. Was anders gibt's nicht. Das sind entweder du bist gut genug oder nicht. Entweder du hast die Zeit davor reingesteckt, über die letzten Jahre hast dich hast gut trainiert und dich entwickelt und deswegen bist du gut genug, das zu machen, oder eben noch nicht. Ist beides nicht schlimm, weil man kann ja immer noch besser werden. Aber entweder, sagen wir mal, du bist noch nicht gut genug, wurdest hier und hast trotzdem das Probetraining ausgemacht. Im Video davor über Probetrainings haben wir auch geredet, dass man viele Probetrainings machen soll. Dann ist man auch nicht so nervös, das ist ganz, ganz wichtig. Also jede Saison 3-4 Mannschaften Probetrainings machen, immer die besser sind. Das sind neue Erfahrungen und dann ist ein Probetraining auch nichts Besonderes mehr, weil dein Gehirn, du hast dich auch einfach daran gewöhnt, dass es halt ab und zu ist, dass es normal ist. Dann bist du auch nicht mehr so nervös, weil diese zwei Szenarien, also du bist nicht gut genug, dann musst du einfach versuchen, das Beste zu geben und wie Mujib schon gesagt hat, im Moment sein, nicht zu viel Gedanken machen und nutze es einfach als Lernerfahrung und gib einfach dein Bestes. Und es ist nicht schlimm, also nicht irgendwie hängen lassen oder so, schau, dass du einfach dein Bestes gibst. Wenn du gut genug bist, dann kann es
Leben versauen, wenn du nervös bist. Weil wenn du gut genug bist, um eigentlich dort zu spielen, aber dann bist du viel zu nervös, mental stimmt es nicht, dann versaut dir das vielleicht deine Leistung und dann wirst du nicht angenommen. Weil es sind eben nur 2-3 Trainingseinheiten, in denen man alles zeigen muss, in denen man da sein muss, in denen man Gas geben muss. Und da ist eben ganz, ganz wichtig, dass man dann nicht nervös ist. Ich denke, da hat dir Mucib schon ein paar Punkte genannt. Also auf jeden Fall im Moment sein und sich nicht zu viel Gedanken machen und auch ja, einfach alles, was Mucib gesagt hat, auch mit dem Stammspieler und so, alles super. Das musst du eben wissen. Und schau, dass du da immer zu besseren Mannschaften gehst, aber das ist ja das Video davor. Und dann jetzt noch kurz, worauf ein Trainer achtet. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Also als erstes natürlich die Ballbehandlung, wie man mit dem Ball umgehen kann und ob man gute Aktionen hat in den Spielen. Das ist am allerwichtigsten. Und dann, was auch noch sehr, sehr wichtig ist, dass man eben lautstark ist, die Bälle fordert und wirklich präsent ist auf dem Platz, dass man merkt, dass du anwesend bist, dass du da bist und auch kommunizierst mit den Mitspielern. Und dann noch eine Sache, die auch ganz, ganz wichtig ist, weil es werden immer Fehler passieren im Probetraining. Aber wie du auf die Fehler reagierst, darauf achten auch gute Trainer. Dass wenn du einen Fehler machst, dass du nicht den Kopf hängen lässt, die Schultern dann nach vorne fallen, der Blick nach unten geht, sondern dass du aufrecht bist, sofort umschaltest, versuchst den Fehler wieder gut zu machen und wirklich einfach komplett da bist, weil ein Fehler ist ja auch nicht so schlimm, das passiert jedem Spieler und das ist auch nochmal eine Sache, dass man da ein gutes Umschaltverhalten hat. Und wenn man das alles beachtet, dann ja, sollte man es eigentlich packen und wenn nicht, dann auch nicht schlimm, dann einfach weitermachen. Das ist eine gute Erfahrung. Wenn ein guter Spieler, wenn er beim Probetraining nicht angenommen wurde, dann ist trotzdem immer noch so eine Veränderung, dieses Probetraining. Und dadurch wird er dann auch aufgrund dieses neuen Erlebnisses mehr Erfahrung, wird er dann nochmal besser. Und sollte eigentlich so sein, dass man dann bei einer Mannschaft, die wirklich stark ist, 2-3 Wochen dann nochmal einen Leistungsschub hat, ja, und nicht nur jedes Quartal. Und dann noch ganz kurz, wenn du jetzt von einer Nicht-NLZ-Mannschaft bei einer NLZ-Mannschaft trainierst und dann vielleicht noch zum ersten Mal, da darfst du wirklich nicht zu nervös sein, weil die Spieler sind nicht unbedingt besser als du. In dem Fall wurdest du wahrscheinlich eh eingeladen. Es ist nur so, dass die Spieler halt in diesem System schon länger drin sind, in der Mannschaft und deswegen halt schon besseres Tempo haben im Spiel, bessere Mitspieler, bessere Gegenspieler im Trainingsspiel und dadurch und halt natürlich bessere Übungen, taktisch besser eingestellt, dadurch sind sie einfach vielleicht einen Tick schon voraus, aber der Trainer, der dich dann anschaut, die wissen es ja. Und du musst einfach zeigen, was du eben drauf hast und dann passt es. Aber ich würde jetzt nicht so sagen, so boah, die sind alle so krass, so gut, weil das stimmt einfach nicht. Das sind einfach auch nur ganz normale Spieler. Die meisten von denen haben nicht diesen krassen Willen, diesen krassen Drive auch, wirklich was zu erreichen, vor allem in den unteren Jugendmannschaften. Wenn man da wirklich Vollgas gibt und sich eben auch über Jahre gut drauf vorbereitet, dann soll es kein Problem sein, dass man das dann auch schafft. Ist eigentlich nur eine Frage der Zeit. Es ist auch manchmal so, also wenn du nicht weißt, wie stark der Mannschaft ist, dann musst du es dir so überlegen oder so dich auf das Training vorbereiten. Du musst so denken, okay, die sind richtig stark. Du musst dein Bestes geben, du musst alles geben, was du kannst und du musst dein bestes Fußball spielen. Das muss man immer, in jedem Training, auch im normalen Training. Weil wenn du dann im Training bist und mit so einer Mentalität reinkommst, dass du, und du darfst nicht so sagen, dass ich schlechter bin. Du musst immer sagen, dass ich einer der Besten bin. Das muss immer sein. Egal wie schlecht, egal wie gut du bist, das muss immer deine Mentalität sein, dass du einer der Besten bist. Egal was die anderen sagen, die wissen nicht, die kennen dich nicht. Ist egal was die sagen, du musst immer so sagen, ich bin einer der Besten, ich bin der Beste, ich kann alles oder so. Einfach sowas, dieses Selbsttalk. Du musst es richtig krass machen, du musst dich selber motivieren, dich selber so pushen, so weiter. Und dann
wenn du richtig krass da reingehst und dann auch, wenn die dann schlechter sind, dann hast du nochmal einen Vorteil. Und wenn die besser sind, dann hast du nochmal, kannst du nochmal spielen, weil du das erwartet hast. Und wenn die halt schlechter sind, dann nochmal gut, dann wärst du sowieso angenommen. Genauso muss es sein. Und wenn du nicht angenommen wärst, ist doch egal, scheißegal. Dann geht's halt weiter. Dann weißt du, es gibt immer Chancen im Leben. Das Leben geht halt immer weiter. Und das bedeutet jetzt nicht, zum Beispiel bei mir. Ich wurde bei Bayern nicht angenommen. Ich konnte doch auch nicht zu Hause rumsitzen, rumheulen. Scheiße, warum wurde ich nicht angenommen? Was will der Trainer und so, bla bla bla. Sondern ich habe halt versucht, noch besser zu werden. Und dann kriege ich vielleicht meine Chance nochmal und dann zeige ich nochmal, was ich drauf habe. Und dann zeige ich meine Entwicklung, dass ich die Wille habe, dass ich es will. Ich will das einfach. Und so muss es sein. Dann musst du halt Ziele setzen. Du willst es bis hierhin erreichen. Dann erreichst du auch. So sieht es aus. Immer weitermachen, immer Gas geben. Und Selbststock ist verdammt wichtig. Das musst du auch beachten. Und das muss immer positiv sein. Das ist am wichtigsten. Genau. Genau. Vielleicht noch eine Sache. Also wie gesagt, wenn man schlechte Aktionen hat, sofort umschalten und auf die Körpersprache achten. Aber wenn man eine gute Aktion hat, weil manche Spieler machen das, bei denen läuft es richtig gut im Probetraining, die haben geile Aktionen und dann fangen sie plötzlich an, so irgendwie Künstler spielen zu wollen und die ganze Zeit irgendwelche Tricks zu machen. Macht es nicht. Wirklich, bleib fokussiert, konzentrier dich darauf, effektiv zu spielen im Probetraining. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn man nicht angenommen wird, das ist ja nur die Meinung von einem Trainer oder zwei, die dich 2-3 Mal gesehen haben. Das ist ja nichts. Das darf man auch nicht überbewerten. Ja? Jeder Trainer mag ja auch andere Spieltypen und man hat vielleicht mal einen guten, mal einen schlechten Tag. Also man darf auch sowas nicht überbewerten. Und wichtig ist einfach, dass man weiter die Journey geht, den Weg geht und dann wird es. Genau. Das wird schon.